Andrea Haas ist in Greifenstein-Nenderoth zu Hause. Zur Arbeit fährt sie von Nenderoth im Westerwald täglich nach Limburg und von dort mit dem ICE nach Frankfurt. Pendeln zwischen Tradition und Moderne, zwischen multikultureller Finanzmetropole und der Kirche im Dorf. Bleibt da der Glaube nicht auf der Strecke? Viele würden sagen, das passt nicht zusammen. Ich bin auch eigentlich von meiner Art ein sehr bodenständiger Mensch. Und ich glaube sehr oft auch nur Sachen, wenn ich sie sehe und nachweisen kann. Es ist schwierig zu erklären, wenn jemand nicht glaubt. Den Glaube in Worte zu fassen, fällt mir sehr schwer. Aber ich denke, Gefühle generell in Worte zu fassen, fällt schwer. Und das ist ein Gefühl von Halt, ein Gefühl von Vertrauen. So schlimm es auch ist, in gewissen Momenten, man weiß, es wird wieder hell und es wird wieder besser. Gott hält mich. Eine Kraft und eine Zuversicht, die auch ihr Freund Ralf Schmidt in der Beziehung schätzt. Ja, sie ist schon gerecht. Verzeiht auch mal was. Wenn auch mal ein falsches Wort fällt, aber das ist nachher auch wieder vergessen. Das ist schon, schätze ich schon sehr. Mit 30 Jahren ist Andrea Haas die Jüngste im Vorstand ihrer Kirchengemeinde und im evangelischen Dekanat Herborn. Das Engagement selbst bringt mir sehr, sehr viel Wertschätzung, Anerkennung und Dank. Es fühlt sich sehr gut an. Es fühlt sich auch sehr gut an, dass man in der evangelischen Kirche als junge Frau das Engagement gedankt bekommt, dass man zu Wort kommt, dass man Entscheidungen mittreffen kann und dass man auch ernst genommen wird. Finanzen prüft sie nicht nur im Dekanat, sondern auch in ihrem Beruf. Die internationale Bilanzbuchhalterin hat sich im Elternhaus ihre Wohnung eingerichtet. Nenderoth liegt im Lahn-Dill-Kreis. Für den täglichen Wechsel zwischen Dorfidyll und Rhein-Main-Metropole muss sich die gelernte Bürokauffrau ganz schön abstrampeln. Damit die Seele mitkommt, hat Andrea Haas Begleitung. Gott, den guten Hirten, Ralf, Lebenspartner mit Schwung und ihre Eltern und Geschwister, die ihr den Rücken stärken. Wenn sie was macht, dann steht sie voll dahinter. Ich glaube, das ist schon so eine wichtige Sache, Nächstenliebe. Untereinander, miteinander auszukommen, miteinander zu leben, füreinander da zu sein. Das Leben in der dörflichen Großfamilie, die häusliche Pflege der Großeltern bis zu deren Tod, dies hat Andrea Haas geprägt. Doch auch für die eigenen Ziele nimmt sich die 30-Jährige Zeit. Kompass auf ihrer Lebensreise ist ihr Glaube. Sie betet zu Gott, damit er ihr den richtigen Weg zeigen möge. Du lächelst so schön. Auf diese Frage, die sie oft im Alltag hört, hat sie eine passende Antwort. Ich glaube an Gott und ich bin ein Teil von denen, die das Licht ein bisschen weitergibt in der Welt.